Liebe Freundinnen und Freunde, heute beschäftigen wir uns wieder mit Taiwan, wie ihr ganz deutlich sehen könnt, und zwar mit Taiwan und Litauen. Litauen hat nämlich die taiwanische Vertretung in Litauen auch unter diesem Namen in Litauen Platz geboten. Und dann gab es einen Sturm der Entrüstung. Ein Sturm der Entrüstung allerdings nicht in Litauen, sondern in China. Wie gesagt, meine Güte, das kann ja gar nicht sein, das ist nicht Vertretung von Taipei, sondern von Taiwan. So weit, so gut und so lächerlich. Auf der Grundlage hat China seinen Botschafter aus Litauen zurückgerufen, hat auch so viel Druck auf das litauische Personal in China ausgeübt, dass am Ende die sich so schikaniert fühlten, dass sie auch in China ihre Botschaft geschlossen haben. Das sind diplomatische Verwerfungen, die haben aber tatsächlich auch zu wirtschaftlichen Schäden geführt, weil zum Beispiel China den Bahnverkehr, den Güterverkehr nach Litauen eingestellt hat, weil man gesagt hat, dass man aus Litauen keine Produkte mehr nach China einführen will. Also einen Haufen Schikanen ohne große Ankündigung einfach durchgeführt. Und da muss man auch wirklich sagen, hier hat es auch gefehlt. Gefehlt nämlich an Solidarität seitens der Europäischen Union, seitens auch Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir auch als Deutschland Zeichen setzen. Wir haben ja auch im Koalitionsvertrag hinterlegt, dass man Wege finden will, wie man Taiwan besser in internationale Organisationen einbinden will. Zum Beispiel in die Weltgesundheitsorganisation, jetzt derzeit nötiger denn je. Es kann nicht sein, dass eins der Länder, das am besten mit dem Coronavirus umgeht, zum Beispiel nicht in der Weltgesundheitsorganisation hinterlegt ist. Und andere Länder wollen dem Beispiel von Litauen jetzt folgen, auch ein Stück weit aus Solidarität. Zum Beispiel will Slowenien jetzt einen ähnlichen Schritt gehen. Beides auch Länder, die ursprünglich mal am 17+1 Format teilgenommen haben. Das heißt 17 mittel- und osteuropäische Länder, die mit China auch darüber gesprochen haben, wie man Handel intensivieren kann, wie man bei Infrastrukturprojekten zusammenarbeiten kann. Diese Länder sind inzwischen größtenteils auch enttäuscht von dem, was aus China angekündigt wurde und dann eben nicht umgesetzt wurde. Und deswegen sagt man jetzt auch, okay, China, der chinesische Kulturraum, geht auch mit Demokratie, geht auch mit Rechtsstaat, wie das nämlich in Taiwan funktioniert. Und dann können wir doch eigentlich da mal ein vernünftiges Miteinander finden. Ich finde, da werden Wege gegangen, die Deutschland auch gehen können, die für Deutschland ein Beispiel sein können. Zum Beispiel hat Deutschland mehr Menschen auf der Sperrliste, der sogenannten Sperrliste, also taiwanische Amts- und Würdenträger, die nicht nach Deutschland einreisen dürfen, dieser Funktion, die Staatspräsidentin, der Außenminister und andere, wir haben dann eine längere Liste als zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich, die hat, da könnte man auch dran arbeiten. Warum sollte der Chef des taiwanischen Verfassungsgerichts nicht nach Deutschland einreisen können? Ist ein bisschen albern. Hier wollen wir Akzente setzen als deutsch-taiwanische Gesellschaft und als Liberale, ich vertrete ja dann immer auch die Freien Demokraten, sind wir natürlich vorne mit dabei, haben im letzten Legislatur im Bundestag entsprechend da schon Anträge zu eingebracht, was wir jetzt überfraktionell auch in dieser Legislatur fortsetzen wollen. Deswegen, wenn ihr es unterstützen wollt, findet ihr hier einen Ansprechpartner bei der deutsch-taiwanischen Gesellschaft. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Fragen, über eure Anregungen, auch im Zweifel im Bundestag und über meine Kontaktdaten in dem Bereich. Ich freue mich auf euren Input. Tschüss!